Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, und heute präsentiere ich euch den zweiten Streich der Firma 16.02, die unter der Nummer VK35002, den 13 mm Bordkanone MK103. Also ihr hört, eigentlich ist es gedacht als ja, Bordkanone für einen Flieger. Auf der Behelfslafette Baumaffe oder Standlafette. Zwei Sachen sind also möglich zur Auswahl. Insgesamt haben wir enthalten zwei Spritzlinge, 6 Baustufen gibt es zu bewältigen, 16,95 werden dafür aufgerufen und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was uns der Hersteller dafür so bietet. Ja, Made in Germany, VK35002, beziehungsweise dann 16.02, das ist Micha Baldeweg, den ihr schon kennt, unter Custom Scale. Das verbirgt sich dahinter, wagt sich hier an seinen zweiten Spritzgussbausatz und dann gucken wir doch mal, was wir hier so haben. So, und wie ihr das hier schon sehen könnt, hier ist dann die Bauanleitung, hier werden die Teile zusammengesetzt. Die einzelnen Baustufen sind hier schön zu erkennen. Eine zweiteilige Mündungsbremse. Da wäre interessant, wie das Ganze dann aussieht, wenn es verklebt wird. Ich denke mal, dass das hier nicht das große Problem sein sollte, weil das ja hier so geteilt ist. Eventuell müsste man die Öffnung aufbohren, aber das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir uns dann die Spritzlinge im Einzelnen angucken. So, hier haben wir die Sachen, die hier weitergemacht werden, das kann man hier schon sehen. Eine Munitionskiste mit entsprechender Munition ist damit bei. Auch das hier, denke ich mal, schön zu erkennen. So, und dann haben wir hier entweder die Variante, das ist dann ein Baumstumpf. Wenn ich richtig informiert bin, sollte da vorher die Rinde ab sein, damit sich das bei den Erschütterungen durch das Schießen dann nicht löst und dementsprechend dann locker wird, wäre natürlich die Trefferquote gering. So, hier haben wir eine Standlafette. Das war dann für den Fall, wenn gerade mal kein Baum da ist. Das wird wohl vom Hersteller nicht mitgeliefert, gehe ich mal davon aus. Hier haben wir nochmal ein paar Bilder vom fertigen Modell, wie es dann aussehen soll. Dient dann mit als Kontrolle und dann sind wir schon mit der Anleitung durch. Sind wir mit der Anleitung schon durch? Fast. Wir haben nämlich hier auf der Rückseite, da haben wir die Bemalvorschläge, werden angegeben mit der Firma Armor of Mick. Kann man hier sehr schön erkennen und so im Einzelnen sieht das Ganze aus. So soll das dann aussehen. Natürlich, das ist zum Ende des Krieges passiert, wenn jetzt zum Beispiel das nicht gelb ist, sondern alles Reseda-grün oder hier mal was in braun oder so oder auch in rot, in diesem Rostschutzrot, dann wird euch kein Historiker den Kopf abreißen. Ja, kommen wir mal zu dem Spritzling. Zwei Stück sind hier an der Zahl. Die präsentiere ich euch mal hier. Die packe ich hier mal hin. So sieht das Ganze aus, kommt in einem hellen Grau daher und dann fangen wir mal gleich hier mit dem ersten hier an. So, und das gucken wir uns jetzt hier mal an. So sieht das Ganze hier aus. Kleinste, feinste Details, hier kann man das schön erkennen. Da sind dann auch die Teile für den Baumaffen. So viele Teile sind ja nicht mit bei. So groß ist das ganze Modell ja gar nicht. Ist eine typische Waffe, ja, im Endkampf, wirklich als letzte Notlösung, muss man das ja wirklich so ansehen. Hier der Munitionsstreifen, den man dann laut Anleitung ein bisschen biegen soll, damit das dementsprechend darunter geht und dann ein bisschen mehr aussieht. So, von der anderen Seite haben wir auch eine Detaillierung. Das Ganze sieht dann so aus. Das sieht schon mal richtig ordentlich aus. Jawohl, so soll das sein. Dann kommen wir hier zum zweiten Spritzling. So, und hier haben wir diese Unterlafette. Da sind 2, 3 kleine Auswerfer. Ne, 4 sehe ich hier. Die müssten nachgearbeitet werden. Da kommen dann die Teile raus. Hier ist die Waffe. So das Ganze dann von unten. Da soll das denn hin. Und das hier ist der Baumaffe. Und hier hätte ich eventuell das sogar noch so gemacht, dass man so ein bisschen Holzstruktur erkennen kann. Da kann ich euch empfehlen, arbeitet das ein bisschen mit dem Skalpell nach, so dass man ein ganz bisschen das Gefühl hat und die Optik, dass da ein bisschen Holz zu sehen ist. So, hier gehen wir mal ein bisschen näher ran, damit man auch die Nieten und alles erkennen kann. Kippt das mal ein bisschen nach hier. Da dieses helle Grau natürlich ein ganz bisschen kollidiert mit dem weißen Licht unserer Scheinwerfer. Hier da der Baumaffe,
wie gesagt, da wo der dicke Wurstfinger von mir ist, da sind dann dementsprechend dann die Holzteile, sollte vorher geschält werden, hier die eigentliche Maschinenkanone, auch hier eine sehr schöne Detaillierung, denke ich mal, das kann man hier sehr gut alles erkennen. Da dann hier die Aufnahme, so hier dann die anderen Baumteile, Bauteile, da bin ich schon so viel beim Baum, die dann, wenn kein Baum zur Verfügung steht. So, genau, kleinste Bauteile. So sieht das Ganze aus. Drehen das nochmal um. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Ja, sind wir auch schon fertig. Ist ja nur ein relativ kleiner Bausatz. Danke, lieber Micha, dass wir hier ein Exemplar vorab enthalten haben, damit wir das vorstellen können. Über die Qualität habt ihr ja gesehen. Denke ich mal, der Preis geht noch in Ordnung. Das ist okay für die Sachen. Wie gesagt, außergewöhnliches Modell gab es noch nicht so. Ich glaube, als Resin-Modell bin mir aber nicht ganz sicher. Dragon hatte das, glaube ich, mal mit einem Trailer, sowas ähnliches. 3 cm macht schon ganz schön Wumms, also da hängt auch schon ein bisschen Kraft hinter. Dann sage ich ja, wie immer, Dankeschön, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Nur so können wir wachsen, unsere Daseinsberechtigung sozusagen hier dann auf aufrechterhalten. Dann bedanke ich mich wie immer, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian von Modellbau König.